Achtsamkeit und Genauigkeit. Sprüche 10, 22, Übersetzung Schlachter 2000. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Sich um etwas oder jemanden aufrichtig zu bemühen, ist sicherlich überhaupt nichts Verkehrtes, ganz im Gegenteil. Das ist damit nicht gemeint, wenn es heißt, dass eigene Mühe vor Gott zu nichts führt und keinen Wert hat. Was also ist wirklich damit gemeint? Wie kann man das verstehen? Für uns als Christen stellt sich wohl generell die Frage, was wir vor Gott tun sollen und auch wie wir es tun sollen. Die Feststellung, dass der Herr es den Seinen im Schlaf gibt, Psalm 127, 1 und 2, bedeutet sicherlich nicht, dass wir unser Leben verschlafen sollen. Im Gegenteil, wir sollen die Zeit auskaufen. In Epheser Kapitel 5, Verse 15 bis 17 steht entsprechend: Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und dazu müssen wir wach sein und eben ein gewisses Verständnis haben, beziehungsweise uns zu eigen machen. Tun wir das im Sinne Gottes, wird der Herr das dann auch segnen. Es entspricht der göttlichen Natur, alles in großer Macht und im Überfluss zu haben. Davon sollen wir als Gläubige durch Glauben profitieren, aber eben nicht durch eigene Mühen. Vom Herrn gegebener Reichtum bringt keine der Mühen mit sich, die mit fälschlich erworbenem Reichtum verbunden sind. Mehr zu haben als das, was man braucht, ist nicht Zweck der Weisheit, sondern im Allgemeinen ihre Folge. 5. Mose 6, 11 bis 15. Was nun den Glauben betrifft, so haben wir dadurch Zugang zu allen Segnungen und Verheißungen, und nichts wird uns vorenthalten, was uns in unserem Glaubensleben hilft und segnet, bewahrt und auch voranbringt im Sinne Gottes. Wäre das nicht so, würden wir ein überaus beschwerliches Leben mit viel vergeblicher Mühe führen. Wir würden blind in der Dunkelheit umhertappen und wären geistlich arm und elend. 2. Petrus 1, 9. Wer will das? Im Grunde wären wir dann ein Spielball des Bösen. Eigene Mühe kann also in dem, was Gott uns schenken will, zu nichts nützlich sein. Aber mit Mühe in diesem Sinne ist eben gemeint, dass wir nicht die Geschäftspartner Gottes sind, sondern gläubige Menschen, die allein durch Bitten und Danksagung im Glauben ein sorgloses Leben führen sollen und dürfen. Philipper 4, 6. Und dies sicherlich nicht mit den Händen in den Taschen und gelangweilt auf dem Sofa, sondern wie gelesen mit Sorgfalt. Das bedeutet sinngemäß mit Achtsamkeit und mit Genauigkeit. In 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 7 steht: Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen, denn er sorgt für uns und kümmert sich um unsere Probleme. Das dürfen wir glauben. Wir sollen nüchtern und wach sein und uns nicht zu blindem Aktionismus verführen lassen durch eigenes, dem Glauben übergeordnetes Mühen. Stattdessen werden wir aufgefordert, fest zu stehen. Worin? Feststehen in aller Mühe? Nein, im Glauben. 1. Petrus 5, 7 bis 9. Was beinhaltet dieser Glaube? Wodurch wird er lebendig?
Tugend, also Anstand, durch Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe zu allen Menschen. 2. Petrus 1, 5 bis 7. Es sind Früchte des Geistes, um die wir uns auch bemühen sollen. 1. Korinther 14, 1. Aber wir sollen uns nicht um die Mühe bemühen, sondern um den Geist Gottes. Und das geht nur mittels des Glaubens. Damit schließt sich der Kreis. Was wir nun tun sollen, ist unsere Sorgfaltspflicht wahrnehmen. Darum geht es. Epheser 5, 15. Fragen wir uns selbst, ob wir sorgsam sind mit dem Glauben, der uns geschenkt wurde. Also dem Schatz in irdenen Gefäßen. 2. Korinther 4, 7. Kümmern wir uns mehr um das irdische Gefäß oder mehr um den Schatz? Es macht Sinn, dass es sich so verhält. Eben weil wir schwach sind im Fleisch und so die überschwängliche Kraft des Glaubens erkennen müssen und dürfen. Eigene Mühe tut darum nichts hinzu, weil es bedeutet, dass wir uns auf uns selbst verlassen würden, bewusst oder unbewusst. Ein schlechter Charakter dient nicht gut. Von daher sollten wir über allem Lesen und Arbeiten in der Sache des Glaubens es nicht gering achten, uns auch dort charakterlich zu verändern, wo es nötig wäre, eben auch durch Achtsamkeit und Genauigkeit. Wenn wir alleine auf der Schiene des Wissens, des Verstandes und der logischen Informationen fahren, werden wir wohl viele Menschen nicht gewinnen und erreichen können. Und zwar deshalb, weil sie in uns dann wenig oder gar keine Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Sanftmut, Frömmigkeit und Liebe wahrnehmen. Und sie werden auch erkennen, ob wir uns auch selbst reflektieren, ob wir uns auch selber sozusagen mit unserem Wesen, unserem Charakter, mit dem, was wir tun und lassen, auch selbst sozusagen auf die Waage legen und auch versuchen, uns selbst kritisch zu sehen und ehrlich und aufrichtig wahrzunehmen und nicht anderen zu predigen und selbst verwerflich zu leben. Darum Achtsamkeit und Genauigkeit. Die Welt da draußen liest mehr in uns als in der Bibel. Wissen und Erkenntnis ist wichtig, durchaus, aber es auch vermitteln zu können, nicht weniger. Der Apostel Paulus schrieb in Galater 5, Verse 22 bis 26: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Jesus Christus war und ist nicht nur der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6, sondern er war und ist auch ein wundervoller, liebenswürdiger Mensch, ein durch und durch guter Charakter. Er gewann viele Menschen nicht nur um seiner Worte willen, sondern auch wegen seiner inneren Herzenswärme, seiner Bescheidenheit und Feinfühligkeit. In Matthäus 11, 29 sagte er von sich selbst: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Liebe, die sich auch und vor allem auf die kleinen, schwachen, unscheinbaren und Verachteten bezieht, zeigt echte, gottgefällige Demut. Das ist wahre Größe und das ehrt Gott. Wie können wir uns nun verändern? Keiner wird über Nacht charakterlich ein anderer Mensch. Vielmehr ist es auch unmöglich, auf menschliche Weise Jesus nachzufolgen. Wer meint, sein eigener augenscheinlich guter Charakter wird ihm die Türen öffnen, der kennt sich selbst wohl noch nicht gut genug. William MacDonald hat einmal gesagt: Die Qualität eines Menschen hängt davon ab, was er in seinem Inneren ist. Die Art der Konversation ist ein Barometer des Charakters. Die Kraft der Veränderungen muss der Heilige Geist in einem Gläubigen bewirken. Aber wir müssen uns auch danach ausstrecken. Nicht eigenes Bemühen ist hier der Schlüssel, sondern der Glaube an die Stärke Gottes durch den Heiligen Geist in uns drin. Und danach sollen wir uns ausstrecken. Das allein bewirkt Veränderung und Überwindung. Der
Heilige Geist ist zwar bleibend in den Kindern Gottes, Epheser 1,13, aber er ist kein Lieferservice für Wohnzimmerchristen oder unterstützt unsere Trägheit. Es geht im geistlichen Leben eben, wie gesagt, um Achtsamkeit und Genauigkeit, um Sorgfalt. Für segensreiche und fruchtbare Veränderungen sowie Liebe, wie Gott sie meint, brauchen wir einen wirksamen Geist, einen, der nicht von dieser Welt ist. Lieben wir unsere Nächsten wie uns selbst, Matthäus 19,19? Jesus tat das, er entäußerte sich selbst für uns. Gott als Mensch nahm sich zu unserer Erlösung zurück und liebte die Seinen bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Mehr ging nicht. Die Erlösung ist eine Sache, aber die Nachfolge eine andere. Das ist so gemeint, dass man den Heiligen Geist haben kann, als Unterpfand der Erlösung, aber dass man auch mit ihm erfüllt sein kann. Und wenn wir unsere Sorgfalt und Achtsamkeit nicht so genau nehmen, dann werden wir das auch erleben, dass sich der Geist zurückzieht, weil wir ihn betrübt haben. Und das ist sicherlich nicht im Sinne Gottes. Wir haben durch den Glauben an das biblische Evangelium alles vollständig erhalten, Römer 8,32. Aber unsere Verantwortung ist auch, uns erfüllen zu lassen, indem wir Gott darum bitten, uns Kraft zu geben, um nach seinem Willen zu bitten, zu handeln und auch zu dienen. Gottes Geist findet in jedem menschlichen Charakter Platz. Wir werden umgestaltet in das Bild Christi. In Römer 8,29 heißt es, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und das schließt die Schwestern sicherlich mit ein. Das ist das Ziel. In Jesu Fußstapfen gehen wir diesem Ziel entgegen. 1. Petrus 2,21 und da Jesus Christus der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens ist, werden wir dieses Ziel auch erreichen. Gelobt sei der Name Jesus Christus, der Name, unter dem wir selig werden dürfen. Sein Name sei gelobt und gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.